Hier geht es um eine Materie, die aktuell mit Logik nicht erfasst werden kann. Sie widerspricht jeder Vernunft, sie widerspricht allem, was wir jemals als richtig erlernt haben, was uns an Regeln andressiert wurde, um in einem Ungleichsystem angeblich gerecht leben zu können. Dass nicht mal unsere erlernte Vernunft die Realität, da nicht mal unsere erlernte Vernunft die Realität als irreal erfassen kann. Wertelehre, was ist das? Man spürt das, dass sie da ist und kann sie doch nicht benennen. Ich möchte euch dabei helfen. Stellen wir uns einen Menschen vor, den wir von seinem Recht, Nahrung zu beschaffen, abschneiden. Wie funktioniert das? Er muss Eigentum als Wert erkennen. Ihm müssen Regeln beigebracht werden. Die erste Regel ist, du sollst nicht stehlen. Er erhält also nur Nahrung, wenn er diese Regeln akzeptiert. Wenn er mehr Leistung erbringt, als notwendig wäre, um sich zu ernähren. Das ist Wertschöpfung. Nur dann gibt es Futter. Der kleine Mensch, der Nicht-Eigentümer, der habe nichts, muss also Leistungsverschwendung betreiben. Folglich wird der erste Diebstahl, also die erste Eigentumsbeanspruchung an der Erde, absolut ignoriert. Es wird nicht als Diebstahl empfunden, sondern als natürliches Recht. Das ist der Erfolg der Dressur in unserer Wertelehre. So kam die Grundregel in die Welt: Der Acker ist der Wert, auch wenn er nicht bestellt ist. Die Leistung selber wird daher undefiniert in wertlos. Der Dualismus begann. Der Mensch teilte sich auf. Er erschuf sich einen Fragekatalog, nachdem er entscheidet, wie er am besten sich gibt, also dressiert ist, um an Nahrung zu kommen. Und dafür gibt es eine Leistung her. Das ist die Matrix. Das ist die aktuelle Realität, die keine ist. Die aber von Menschen unbedingt und mit aller Gewalt verteidigt wird. Wer in seinen Wert, seinen andressierten Wert, die Matrix nimmt, wie also reagiert ein dressierter Mensch, der seinen Wert nicht hergeben will? Er findet noch mehr Moral, noch mehr Gesetze und noch mehr Richtlinien, um die Wertlehre einigermaßen ertragbar zu machen für die untere Schicht unserer Gesellschaftspyramide. Das ist die Gerechtigkeit in einem ungleichen Unrechtssystem. Der dressierte Mensch erfindet eine andere Art von Belohnungssystem, also er will anders wertschöpfen. Er stellt die Wertschöpfung selber nie in Frage. Die Leistung darf nie der Grundwert sein, ansonsten muss er sein Belohnungsdenken, sein dressiertes Denken ablegen. Ein Mensch kann aus seiner Realität nicht heraus, weil er nicht erkennt, dass seine Realität nicht die Realität ist. Der Sklave definiert nämlich Freiheit nur in dem Sinne, wie er frei ist, wenn er Herr ist. Also er bleibt in der Matrix der Welt Wertelehre. Das Vorrecht auf Wertschöpfung, also der Kapitalismus, war geboren. Wer also den Wert des Eigentums weiterhin anerkennt und nur das Eigentum der Gemeinschaft, gibt die Wertelehre nicht auf. Es gibt trotzdem noch das Vorrecht auf Wertschöpfung. Man hält die Menschen Abhängigkeit, dressiert sie und verlangt mehr Leistung, um eben diese Wertschöpfung betreiben zu können. Das Paradox, der Dualismus beherrscht uns also weiterhin. Jede Lösung, die wir auf dieser Basis suchen, wird uns nicht befreien, sondern wir werden mehr Regeln, mehr Gesetze und mehr Moral einfordern müssen.
weil nicht jeder für die Wertschöpfung benötigt wird. Das ist das Denken in der höheren Logik, in der Matrix, in unserer Wertlehre. Was wir fälschlicherweise als Gerechtigkeit definieren. Aus diesem Grund erfand der Mensch soziale Systeme und Solidarität, eben Moral, und die auch noch in Regeln und Gesetzen definiert. Unser gesamtes Gebilde von menschlicher Gemeinschaft ist also das Produkt einer falschen Wertelehre. Daher müssen wir den Grundwert des Eigentums aufheben als Wertannahme und die Leistung dafür einsetzen. Wenn wir das geschafft haben, brauchen wir keine Wertschöpfung mehr und keinen Kapitalismus und keine Gemeinschaftseigentum oder gar eine Autarkie. Wir brauchen keine Regeln und keine Gesetze mehr, weil der Urgrund für den Dualismus abgeschafft wurde. Wer also der höheren Logik der aktuellen Wertenlehre folgt, ist lediglich ein dressierter Mensch, der nicht fähig ist, freie Entscheidungen zu treffen, sondern in Abhängigkeitsverhältnissen denkt und sich danach auch ausrichtet. Diese falsche Annahme, von Wut macht aus Politikern, wie aus den Kritikern Ökonomen. Sie denken ausschließlich und nur wirtschaftlich, folglich ein gemeinsames Ziel. Das Aufrechterhalten der aktuellen Wertelehre. Das Aufrechterhalten des momentan akzeptierten, jetzigen Grundwertes. So ist der Weg das Ziel. Das beschreibt auch Konfuzius. Denn viele beschreiten verschiedene Wege, aber das Ziel ist das gleiche. Somit gibt es nur einen Wettstreit darüber, wie wir den Weg zum Ziel, also zur Aufrechterhaltung der Wertelehre, beibehalten. Das ist die Infokrieger- und Wahrheitsbewegung. Für diese Aussage werdet ihr mich hassen, aber warum soll ich die Wahrheit verschweigen? Danke, René, wir hassen dich nicht. So, jetzt kommt als letzte Rednerin die Selua und sie spricht über die Einheit der Menschheit. Hallo Selua. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin froh, dass ich es heute hierher geschafft habe. Ich war jetzt gerade ein paar Tage auf innere meditative Einkehr. Und ich weiß nicht, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin im Irak geboren. War dann die ersten 5 Lebensjahre in einigen Ländern. Interessant ist, die gerade heute alle aktuell waren. Also im Iran, dann in Syrien und das sichere Asyl haben wir dann bekommen in Österreich. Und ich bin echt dankbar, weil das war eben, da war ich gerade mal 5 Jahre. Und wenn ich was heute noch sagen möchte, und ich werde es heute kurz machen, ist, wir haben jetzt diese wundervollen Infos bekommen, Aufdeckung, Information, dieses Verdrehte aus den Massenmedien mal andersrum zu hören und sich dann selber ein Bild zu machen. Und ich bedanke mich bei allen, die jetzt hier so recherchieren und das mit Herzblut machen. Ich selber habe auch mit einigen Verwandten in Bagdad auch telefoniert. Und es ist so, ich kann euch nur sagen, wenn wir hier auf Frieden sind, worum geht's hier? Ich lebe hier in Wien und ich frage mich jedes Mal, wie kriege ich das alles zusammen? Soll ich jetzt meinen Fokus lenken auf, was dort alles passiert an Schrecklichkeiten, oder soll ich meinen Fokus lenken auf, wo wollen wir als Menschheit hin? Und ich glaube, das ist etwas, das kann sich jeder für sich nur selber beantworten. Ich habe es für mich so gelöst, ich möchte mich konzentrieren auf die Dankbarkeit, dass ich hier bin, dass wir hier in Wien sind, dass wir hier vor dem Parlament reden können, was wir wollen, und dass wir uns selbstverständlich inzwischen schon jeden Montag hier sehen. Und dass wir immer mehr werden. Und dass wir immer mehr werden, die es auf Facebook anschauen, auf YouTube, auf all diesen Medien. Und ich habe gerade ein Buch gelesen, das habe ich mir gerade vor, Ubuntu von Michael Zellinger. Und da war eine Passage,
die Menschheit und wie sie getrennt wurde und wie wir versucht werden, getrennt zu werden. Und es ist eine Haltung, die wir einnehmen können, zu sagen, wir sind eine Menschheit auf einem Planeten Erde und wir sind die Natur und wir sind weder getrennt von der Natur. Also das ist eine Lüge, die uns immer erzählt wird. Wir müssen was für die Natur machen, als wären wir getrennt von der Natur. Das ist eine Kerbe, da müssen wir echt mal aufwachen als Menschen, zu sagen, ich bin Natur. Und was ich mir selber nicht antue, was ich meinen Geschwistern nicht antue, tue ich auch der Natur nicht an, nämlich auch der Tierwelt, der Pflanzenwelt, der Umwelt, dem Planeten. Die zweite Kerbe, danke, in der wir uns getrennt wurden, war Männer und Frauen. Ohne das Männliche und das Weibliche gibt es die Schöpfung auf diesem Physischen gar nicht. Das ist so ein Schwachsinn, sich in Männer- und Frauenlager quasi aufteilen zu lassen, im Namen von was auch immer. Ich habe mich entschieden und ich gehe den Schritt weiter und es werden immer mehr. Ich wertschätze das Männliche. Männer sind großartig, Frauen sind großartig und wir zusammen ergeben diese Einheit, weil wir uns ergänzen und uns wertschätzen und einfach nur dankbar sind, dass es uns geht. Diese Verschiedenheiten, die eben das ausmachen, diese Vielfalt. Und ich denke, das können wir auch ab sofort sagen, das ist eine Haltung, die ich einnehme. Da brauche ich niemanden fragen, das brauche ich nicht woanders durchboxen. Ich beobachte mich selber, wo ich stehe. Das Dritte, weil wir heute auch Kinder hier haben, Erwachsene und Kinder. Was soll das? Was soll das? Wir sind Menschen, manche sind früher geboren worden, manche später. Und so wie ich mit Menschen umgehe, möchte ich gern auch selber mit Kindern immer, immer bewusster umgehen. Das sind so die Themen. Und dann geht es erst los. Das sind die Hauptkerben, das sind die Haupttrennungen für mich. Und die anderen Dinge kommen nach oben drauf. Rassismus, Kontinente, Berufe, was ist Akademiker, was ist. Das sind alles Details. Ich glaube, wenn wir uns besinnen auf diese Haupttrennung, diese mal einfach nicht mehr anzuerkennen und jeden Tag, jede Minute achten, zu schauen, wo habe ich jetzt die Wahl? Gehe ich in die Trennung oder gehe ich in die Einheit und in die Wertschätzung? Und das ist genau das, was ich heute einfach euch mitgeben wollte, auch wenn es nicht leicht ist, auch wenn es einen selber betrifft, auch wenn diese Dinge passieren, wir alle hier, wir sind die Einheit, jeder für sich individuell und zum Glück jeder von uns verschieden, weil so ergänzen wir das und so werden wir als Menschheit diesen Planeten endlich würdig anerkennen und selber in unserer Freude und in unseren Strahlen kommen. Und ich lade euch wirklich herzlich ein, findet etwas, was euch in eure Kraft bringt. Ich selber habe es gefunden in vielen Dingen und auch in letzter Zeit in diesem, dass ich auf menschliches Potenzial mehr schaue, dass ich möglichst vielen Leuten unterstütze und viele helfen jetzt inzwischen mit. Schau auf das, was da ist, was du kannst, was du liebst. Und dann stärkt das in dir. Und dann wirst du die Kreativität haben und die Muße, auch mit diesen anderen widrigen Umständen liebevoll umzugehen. Schnell, kraftvoll und auch sehr intelligent. Denn wir werden immer schneller werden müssen. Und die schnellste Art zu lernen oder Dinge zu entscheiden und zu handeln, ist die Intuition. Und in der Intuition kann ich nur sein, wenn ich entspannt bin, im Frieden bin und mich wertschätze und jeden um mich. Und genau das können wir zusammen machen. Danke, dass ihr alle da seid. Dankeschön. Hallo, ich bin der Armin.